1996, drei Jahre nach der Wiedergründung des Tierschutzvereins Wurzen e.V., ein Herz für Tiere, wurde das Tierheim Wurzen komplett in Betrieb genommen und somit offiziell eröffnet. Heute bietet es für 8 bis 10 Hunde, 27 Katzen und 30 Kitten ein Zuhause. Der Verein hat ca. 70 Mitglieder und sich der Pflege und Förderung des Tier-, Arten- und Naturschutzgedankens verschrieben. Der Tierschutz und die Fürsorge für die Tiere steht bei uns wirklich an erster Stelle. Und wir müssen natürlich auch aktuell sein und auch mit der Zeit gehen. Das geht los, dass wir ja zum Beispiel schon unsere Webseite, Internetseite erneuert haben. Im Facebook sind wir präsent, Instagram und so weiter. Und wir haben ja, wie gesagt, auch sehr, sehr viele, wo wir auch sehr dankbar sind, Spender, Unterstützer, Helfer. Ja, und das ist natürlich alles für unsere Tiere und da wird natürlich sehr, sehr viel getan und das ist wichtig. Also der Tierschutz und den Tieren zu helfen und die Hilfe brauchen und auch vor allen Dingen ihnen ein neues Zuhause auch zu vermitteln. Hier ist es ja für uns immer nur als Zwischenstation gedacht. Das ist eigentlich unser Ansinnen. Ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit des Tierheims ist der Tag der offenen Tür. Er findet einmal im Jahr statt. Hier stellt sich das Tierheim vor und generiert Spenden, in diesem Jahr für witterungsbeständige Hundehütten. Hier wird dringend Hilfe benötigt, denn die Hütten müssen erneuert und winterfest gemacht werden. Das Tierheim finanziert sich über Fundtierverträge mit der Stadt Wurzen, den Gemeinden Lossertal und Bennewitz sowie Spenden und durch geförderte Arbeitsstellen. Für all diese Hilfen ist das Team des Tierheims sehr dankbar. Es fehlt dennoch oft an Möglichkeiten, um dringend notwendige Maßnahmen umzusetzen. Unterstützung können die Wurzner Tierschützer also gut gebrauchen. Wir bekommen ja Landesmittel über Förderung, aber wir haben natürlich da auch einen Eigenanteil finanzieren. Und wir als Verein ist ja so, dass wir ja, wie gesagt, ja keine in dem Sinne Einnahmen haben. Wie gesagt, Tierarztkosten werden immer mehr. Das ist eine normale Sache. Das Futter wird immer teurer. Strom, das allgemeine Thema, was wir haben, das kommt ja auch, was uns alle betrifft, geht ja auch an uns nicht vorbei. Ja, Unterstützung benötigen wir. Also jetzt aktuell ist es so, dass wir müssen unsere Hundehütten erneuern. 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 2 Halbtagskräfte, sind hier beschäftigt. Verstärkt werden sie durch 3 Helferinnen und Helfer im Bundesfreiwilligendienst und 2 im freiwillig-ökologischen Jahr. Eine personelle Verstärkung des Mitarbeiterstamms ist gewollt. Aktuell wird auch eine Leitung des Tierheims dringend gesucht. Ja, wir brauchen zum Beispiel auch aktuell, haben wir auch eine Hausmeisterstelle, also suchen wir jemanden, der wenn möglich Förderung, der dann uns unterstützt, also der hier richtig arbeitet als Hausmeister, weil Sie sehen, die Außenanlagen, wir haben ja die großen Anlagen, das muss ja immer umsorgt gepflegt werden, auch die Unterbringung der Hunde, die Zwinger, auch hier die Außenanlage. Und das schaffen unsere Mitarbeiter, die machen das jetzt momentan nebenher mit, so wie sie Zeit haben, aber es ist auf die Dauer ist das wirklich nicht zu schaffen. Ja. Auch die gesundheitliche Versorgung wird im Tierschutzverein Wurzen groß geschrieben. So gibt es im Katzenhaus Lilo auch ein tierärztliches Behandlungszimmer und im Falle eines Falles auch eine Krankenstation. Leise Entspannungsmusik hilft den Katzen beim Gesundwerden. Fürsorge, Zuneigung und den Tieren ein Zuhause geben. Dabei helfen die 15 aktiven ehrenamtlichen Helfer gern. Ohne sie würde es nicht gehen. Ob in der Quarantänestation für Neuankömmlinge, der Futterküche, der Tierpflege. Die Aufgaben sind vielfältig und verantwortungsvoll. Neue Helfer müssen erst eingearbeitet werden. Das ist mitunter so, dass auch mal Leute vor der Tür stehen und sagen, wir kommen mal her und wollen mal mit Hundegassi gehen. Das geht natürlich nicht. Also die müssen eingewiesen werden. Und wir machen das halt so, dass wir, wenn jemand Interesse hat als Ehrenamtler, dass wir einen Termin vereinbaren und dann zeigen wir das Tierheim, dann zeigen wir die Arbeiten. Es ist ja jetzt als Beispiel Katze, nicht nur Katzen streicheln, wenn jemand ehrenamtlich arbeiten will, sondern es müssen auch die Schalen sauber gemacht werden, es muss abgewaschen werden, es muss auch mal gewischt werden. Also alles, was rundherum um die Versorgung gehört. Und genauso ist es ja bei den Hunden. Bei den Hunden ist es noch ein bisschen schwieriger, weil wir müssen ja auch auf die Bedürfnisse der Hunde. Manche sind traumatisiert, da kann auch nicht jeder ran. Dann müssen die natürlich auch entsprechend eingewiesen werden und dann muss ja auch die Mitarbeiterin oder ein Ehrenamtler entsprechend auch da sein. Das Tierheim in Wurzen wächst. So entstehen gerade eine Kranken- und 2 Quarantänestationen für Hunde. Eine Futterküche im Wärmehaus mit innenliegendem Hundezwinger ist schon entstanden. Rund 5 ehrenamtliche Helfer kommen täglich nach der Arbeit ins Tierheim, um zu helfen.
Zusätzlich werden sie von Gassigehern unterstützt, denn die Hunde benötigen regelmäßige Bewegung. Das ist nur eine der Möglichkeiten, um zu helfen. Für jede dieser Hilfen ist die Vereinschefin sehr dankbar. Die Bereitschaft zum Ehrenamt ist hier wirklich gegeben. Wir haben Ehrenamtler über Jahre hinaus schon, die jeden Tag kommen mit den Hunden Gassi gehen und die Hunde versorgen. Und wie gesagt, hier spielen ja so viele Dinge noch mit rein, die für Sie jetzt nicht sichtbar sind. Und da sind wir unendlich dankbar. Und ich möchte mich dann auch noch mal gleichzeitig auch bei unseren Mitarbeitern, die auch wirklich gut arbeiten, vieles leisten, mitunter meist über das Geforderte hinaus auch bedanken. Also ich muss sagen, es ist wirklich ein tolles Team und es funktioniert ja wirklich wunderbar. Und auch nochmal danke an die Mitarbeiter und natürlich Ehrenamtler auch. Sie alle sind bemüht, um für ihre Schützlinge ein liebevolles Zuhause zu finden. Dafür nutzen sie natürlich auch ihre Internetseite. Auf www.tierheim-wurzen.com wird die Geschichte der zu vermittelnden Hunde und Katzen erzählt. Aber manchmal ist das nicht möglich und der Lebensweg altersbedingt zu Ende. Auch an diese Vierbeiner ist gedacht worden. Das Leben geht weiter für Hündin Paula spielerisch. Der Hundeplatz und die Spielzeuge sind bei den Vierbeinern fast so beliebt wie der Futternapf. Und wenn Sie helfen wollen, dass dieser weiter gut gefüllt ist, dann tun Sie es. Die Vierbeiner und ihre Helfer im Tierheim Wurzen freuen sich darüber.